Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Kampforange in unserem geilen Mini-Projekt. Es wird schon fast wieder Nacht, das heißt, ist eigentlich sogar ganz gut geplant, was wir jetzt in der letzten Folge gemacht haben. In der letzten Folge, oha, wir haben uns Rüstung besorgt. Gut, die bringt zwar nicht viel, also Helm und Schuhe, aber wenigstens ein bisschen Eisenausrüstung. Ein paar Öfen, wir haben uns zwei Satchel, also wer nicht weiß, was ein Satchel ist, man sieht es ja, hier ist ein kleiner Rucksack, da gibt es auch dann noch deutlich größere, aber dafür bräuchte man dann zum Beispiel Invar und das kriegt man nur durch die Smeltery aus Tinker's Construct. Wir haben ja schon einige Erze gesammelt und auch ein bisschen Tinker's Construct angefangen und jetzt ist eigentlich der Plan, ein bisschen farmen zu gehen, damit möglichst schnell die Sachen für den Pulverizer gesammelt werden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Redstone und Gold einmal. Den Rest, den haben wir praktisch eigentlich schon. Ja, also jetzt ein bisschen farmen gehen. Ah, ich weiß noch, was ich bauen kann. Oder bauen sollte, bauen muss, wie auch immer. Wo habe ich's? Ist es die hier? Nein, ist es nicht. Wir müssen eigentlich ein bisschen sortieren, so. Ja, ich brauche ein Shield. Hallo. So. Ja, ich mag den Shield nicht so wirklich, weil der, gut, hier verdeckt er nicht viel. Für mich ist der Shield immer, der verdeckt immer so viel Platz, aber gut, wenn ich jetzt nicht damit blocke, dann verdeckt er ja nichts. Wenn ich blocke, gut, dann schon. Stört mich ein bisschen, aber... Ich muss auf jeden Fall Erze sammeln, vor allem Eisen. Eisen ist mir immer noch wichtig. Eisen brauche ich zwar jetzt nicht unmittelbar für den Pulverizer, aber mehr oder weniger brauche ich es ja irgendwann trotzdem. Und theoretisch könnten wir jetzt die nächsten 10 Folgen unter der Erde bleiben, weil ich habe ein Crafting Table diesmal dabei und so viel Holz, dass wir fackeln sollen können bis zum Umfallen. Und Spitzhacken natürlich auch. Ach komm. Ey. Ah doch, stimmt. Gibt's schon hier den Cooldown. Eigentlich, hier gab's keine Items mehr. Das heißt, die Höhle bringt an sich gar nicht mehr so viel. Ich brauche jetzt eigentlich, wenn möglich... Okay, dann gehen wir auf Erkundungstour. Wir suchen eine Schlucht. Eine Schlucht, die wirklich schön tief runter geht und dann auch mehrere Höhlen dort unten hat. Denn da finden wir, glaube ich, am einfachsten Gold. Was natürlich schlecht ist, weil ich eigentlich jetzt, wenn es Nacht wird... naja, dann... Jetzt mal schlafen gehen. Kakteen brauche ich, glaube ich, noch nicht. Nee, Pflanzmod dürfte nicht drauf sein. Nee, Pflanzmod ist nicht. AK? Nö, Pflanzmod haben wir nicht. Okay, dann... Okay. Sweet Dreams. Ja, oh, wir müssen halt Dings finden. Und da ist noch eine kleine Höhle, aber die bringt vermutlich nur maximal ein bisschen Eisen. So flach wie die wahrscheinlich sein wird. Ja, geht, aber ich glaube nicht, dass die viel tiefer geht als das. Wir können gucken. Wir haben Zeit. Ich mache das Ganze ja sehr entspannt, dieses Projekt. Das ist das der Plan. Eindeutig zu viele Gegner. Okay.
Ah, doch, die kann erstmal, also was Eisen angeht, ist sie erstmal echt göttlich. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wie gesagt, Eisen brauche ich ja jetzt, brauchen wir zwar nicht unmittelbar und super wichtig jetzt, aber. Naja. Je mehr Eisen wir haben, desto mehr Spitzhacken können wir uns aus. Okay, das hat mich jetzt ganz schön verwirrt. Desto mehr Spitzhacken können wir uns bauen und natürlich auch eine volle Eisenrüstung, die ich auch so schon bauen können, aber ich dachte, dass wir so viel Eisen jetzt so schnell nicht finden werden. Oh. Ey. Quarz brauchen wir ja echt immer viel dann später für die Mod. So, ewig nicht mehr so wirklich Minecraft auf Farmen gespielt, also Minecraft Vanilla und so. Oh, deshalb weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo man Alter. Deshalb weiß ich auch nicht mehr. Alter, wie lange geht das? Noch eine halbe Minute? Deshalb weiß ich auch nicht, ab wo man Gold findet, aber ich glaube, es ist so irgendwas um 30 Blöcke. Oh, aus mir ist wichtig. Auch mir macht insgesamt bessere Tools sogar als Eisen. Tools und Rüstung, beides besser. Das ist auch der Grund, warum ich mit Eisen und Osmium-Spitzhacke rumlaufe. Aber eigentlich hält Osmium sogar länger, aber na gut. Egal, ich hab beides. Das ist so geil, weil man Osmium einfach schon mit Stein abbauen kann, genau wie Eisen. Und es ist genauso gut wie Eisen, beziehungsweise es hält länger und möglicherweise kannst du sogar noch stärkere Materialien abbauen. Da bin ich mir nicht ganz sicher mit den Materialien, aber... Oh. Ein Compressed Pig. Da kommen viele Schweine raus. Hier ist die falsche Richtung, aber... Das ist keine Tiefe, oder? Keine tiefe Schlucht. Da. Lecker. Naja, und dieser Kanal hier ist ja noch ein sehr junger Kanal. Ich habe ja auch noch meinen Hauptkanal, das ist... Oh doch, die ist tief. Also, tief genug. Ich habe ja noch meinen Hauptkanal, aber der ist eigentlich mehr so halt, naja, für aufwendigere Sachen. Irgendwelche Kurzfilme oder so. Klar, da sind zwar nicht viele da, viele drauf. Aber es liegt halt auch eigentlich daran, dass jetzt, naja... Es hat mehrere Gründe, warum halt. Warte mal. Mein Vater mixt irgendwas. Aber es hat mehrere Gründe, warum ich noch so aufwendige Sachen nicht mache. Und ja, klar, was noch? Was wollte ich noch sagen? Aber jetzt
erstmal nicht so wichtig. Ach Gott, genau, doch, stimmt. Musik mache ich dort. Musik habe ich zwar in letzter Zeit nicht viel gemacht, aber... auch das hat mehr oder weniger ein paar Gründe. Jetzt in beiden Sachen eigentlich nichts Schlimmes und vermutlich ist es auch in beiden Sachen so, wo die Hälfte der Leute sagen würde, ja, das ist doch kein Grund. Aber für mich halt schon und... Ja... So, mein rechtes Auge spackt komplett rum, keine Ahnung, was damit los ist. Komplett Zuckungen. Aber die Schlucht geht nicht nach unten. Und nur gerade runterbauen ist auch kacke. Hoppala. Ich könnte natürlich Ex Nihilo betreiben, aber irgendwie Ex Nihilo ist für mich schon so ein bisschen sowas wie Cheaten eigentlich. Also mit Ex Nihilo, das... Ich hatte ja, gut, das hatte ich nicht als Projekt, aber ich hatte mit ein paar Freunden vor kurzem einen Server laufen, genau mit dem gleichen Modpack. Und also da habe ich halt, ich bin auf diesen Digital Miner gegangen, der am Ende aber eigentlich irgendwie ziemlich kacke war, weil der hat zwar alles abgebaut und so, aber irgendwie war der extrem schnell fertig. Ich musste den dauerhaft umstellen und so wirklich viel Ressourcen hat es mir gar nicht gebracht, weiß ich nicht. Aber ein Freund hat dann eben... Der wollte unbedingt, dass Ex Nihilo draufkommt und das habe ich dann auch gemacht. Sowohl ins Modpack als auch, das dürfte jetzt noch drin sein, ja. Ex Nihilo ist drin. Und der hat halt am Ende eigentlich eine Maschine gebaut, die halt komplett alles automatisch macht. Und naja, wenn du den Chunk laden lässt, was auch hier geht durch Claim Chunks und so, ich meine, es geht nur auf dem Server, in der Singleplayer-Map geht es natürlich nicht, weil wenn ich jetzt naja, die Map schließe, dann ist die Map halt geschlossen. Und dann bringt auch ein Chunkloader nichts. Es geht halt nur auf einem Server. Aber der hat halt eine Maschine gemacht, die, wenn man nur genug Geduld hat, wirklich alles produziert. Also Diamanten, Smaragde, alles Mögliche. Und stimmt, irgendwann brauchte man dafür, glaube ich, auch ein paar Enderperlen oder so. Da hinten ist ein Meteorit, das ist gut. Naja. Jedenfalls ist das für mich eher so ein bisschen wie Cheaten. Aber gut, um jetzt an ein bisschen Gold zu kommen oder so, könnte man das natürlich schon machen. Ist ja nur ein bisschen Gold. Das kann ich auch noch nicht. Ja. Naja, ich meine, irgendwann muss ich eh mal ein bisschen richtig farmen gehen. Also, selbst wenn ich jetzt sage, ich hole mir das Gold für einen Pulverizer, dann kann ich zwar alle meine Erze durchpulverizen, die ich jetzt habe, aber Gold brauche ich ja dann in Zukunft trotzdem noch mehr für die ganzen Items. Das heißt, so viel bringt mir das dann auch nicht. Klar, ich habe erstmal den Pulverizer und muss kein Gold abbauen und erstmal durchschmelzen, sondern ich kann hier direkt über der Erde. Ich meine, klar, irgendwo müssen wir ja auch ein Haus bauen, aber... das ist so ein riesiger Ding, so ein riesiger. Ein riesiger. Doch ewig, bis ich hier runter. Ja, Harvest Level Obsidian. Nee, das dauert zu lange. Ich würde mir auch gerne ein Haus bauen und so, aber... Aber dafür will ich auch einen schönen Ort finden. Einen schönen Ort, an dem das Haus steht und dann... Weiß ich nicht, wo das am besten...
Dann, wenn wir dann ein Dings haben, ein Haus, dann können wir dort auch. Also, ich glaube, ich habe jetzt gerade eigentlich habe ich schon so den Plan, mir das Ganze durch Ex Nihilo zu holen. Dann ein Haus aufzubauen und ein bisschen Equipment zu holen und dann ein bisschen erkunden zu gehen. Aber dafür bräuchte ich halt auch erstmal irgendwas, wo das Haus hin kann. Und so wirklich geil, aber sieht das hier alles noch nicht aus. So landschaftlich. Das sind auch wahnsinnige Höhlen. Aber hier gibt es vielleicht Gold. Das könnte tief genug sein. Ja, da ist Gold. Okay, das heißt, wir müssen uns darum erstmal nicht kümmern. Redstone gibt es dann definitiv auch irgendwo. Ja, da unten. Okay, dann ist das erstmal unser Ausgangspunkt. Wir müssen erstmal runterkommen. Ja, komm. Das bisschen Lava, da bleibt ja noch genug übrig. Auch für eine Smeltery. Wir schütten uns erstmal hier eine kleine Basis aus Erde auf. Da ist ein bisschen Schutz. Einzig Blöde sind diese komischen Spawner da. Das sind keine Spawner, die einfach nur so... Was ist das? Die einfach nur so irgendwas spawnen. Sondern wenn man zu nah kommt, dann rasten die komplett aus und... Ja, Monsterbox, ganz genau. Ah! Ah! Nein! Ich treff nicht. Der hat eine Karotte fallen gelassen. Alter, triff. Ich hab Angst. Karotte ist gut. Jetzt können wir Karotten anpflanzen. Das ist schlecht. Ja, genau, mit der. Wie erwartet, mit der geht's Vane Miner nicht. Der Osmium-Spitzhacke, aber gut, das stört mich eigentlich trotzdem nicht. Ach genau, Yellorium oder Yellorit, da gibt es auch ganz wenig von. Da wollte ich dann auch eigentlich eine... Ja, deshalb... Da wollte ich dann auch einen Big Reactor bauen. Den halt dann mit dem ganzen Yellorium betreiben. Also, ich habe halt so schon eigentlich genug Strom. Aber mit dem Strom sorge ich eben dafür, dass der Digital Miner betrieben wird. Der Digital Miner baut hoffenweise Yellorit ab. Und ach genau, hier ist die Mod drin, die ganzen Sachen stärker macht. Das heißt, man braucht länger, um sie abzubauen. Genau, der Digital Miner baut Yellorit ab. Und damit kann man dann den Dings betreiben. Aber den Reaktor bauen und betreiben. Aber in der 1.7.10 war das noch so, da hast du wirklich, wenn du einmal Yellorit findest, dann ist das eine Art davon, wenn du die abbaust, keine Ahnung, da sind mindestens 10, 20 Stück drin. Aber seit irgendeinem Update ist Yellorit ein ziemlich seltenes Erz. Das heißt, du findest in einem Chunk, keine Ahnung, findest du vielleicht 10 Yellorit oder sowas. Früher hast du in einem Chunk vielleicht ein oder zwei Stacks Yellorit gefunden. Da hieß es noch Yellorium. Ja, ist halt... Das ist das Schlechte. Das heißt, auf Big Reactors können wir uns hier dann auch nicht verlassen. Irgendwann.
Das ist an sich auch nicht wichtig, weil das meiste kann man alles mit Solarpanelen und Windgeneratoren betreiben. Dann baut man sich noch eine schöne Stromfarm. Also einfach nur ein paar Energy Cubes oder sowas, die dann die ganze Sache speichern. Und dann hat man da eigentlich auch keine Probleme mehr. Auf jeden Fall eine Spitzhacke irgendwann auf Diamant-Ebene. Obsidian abzubauen. Das geht auch durch Exvigilo, aber am coolsten ist es tatsächlich, wenn man sich mit Veinminer irgendwo hinstellt und einfach mit Veinminer Obsidian abbaut. Da kriegst du mit einem Spalt, kriegst du direkt. Direkt einen Stack. Oh nein. Oh nein. Man direkt einen Stack oder so. Das macht man dann 2-3 Mal und dann hat man eigentlich genügend Obsidian für sein ganzes Leben. Ja. Was sind diese. Da wurden Villager drin? Also die kenne ich noch nicht. Die habe ich in der anderen Welt überhaupt nicht gesehen, solche Dinger. Wirklich gar nicht. Crystal Caves sind echt praktisch. Was bist du denn? Du bist ein Archäologe. Oh, mit 14 Emeralds. Ja, gut, ist eigentlich auch trotzdem schlecht. 14 Emeralds für einen Diamant. Bringt eigentlich ja gar nichts. Okay, hier gibt's zwei. Dann guck ich mal noch bei dem anderen rein. Dodged bin ich. Ja, genau. Das Osmium ist halt so ein richtig krasses Material. Trotzdem bringt es einem nichts, weil es einfach Veinminer nicht kann. Du verkaufst das gleiche oder was? Knochen für Diamanten. Das geht vielleicht noch. Aber es kann halt kein Veinminer, deshalb ist das eigentlich eher schlecht. Das Osmium. Was habe ich denn jetzt alles für Zeug? Ja, 11 Gold, das reicht auf jeden Fall. Und das Redstone 34 reicht auch. Ich kann mir auf jeden Fall erstmal so ein paar Sachen bauen, die ich brauche. Osmium, dann kann ich mir gleich eine ganze Osmium-Rüstung bauen. Das bringt, glaube ich, am meisten. Die Rüstung, die ist gut. Da juckt es mich ja nicht, ob die Veinminer kann oder nicht. Genau hier, das meine ich, da ist vielleicht, das ist ein einzelnes Yellowreed und dann dort unten noch eins. Normalerweise hätte man hier so ein, eigentlich ist Yellowreed so ähnlich wie Kohle gewesen, oder Yellorium war ähnlich wie Kohle so von der Menge. Da hat man wirklich unglaublich viel rausgekriegt. Wie gesagt, das ist halt jetzt irgendwie nicht mehr so, seit irgendeiner Version. Big Reactors war ja auch, für eine Zeit lang gab es das ja nicht, so im Prinzip. Gab es das nicht für ein paar Versionen und dann wurde es halt, genau, dann hieß es nicht mehr Big Reactors, sondern Extreme Reactors.
Und seit Extreme Reactors ist eben auch das Yellowreed oder Yellorium eben irgendwie anders. So habe ich mir das jetzt gemerkt. Das ist meiner, oder? Ja, das ist meiner. Das Gold kann ich noch mitnehmen. Ein Enderman. Lapis. Der feine Enderman. Hat Lapis bei sich zu Hause. Ich greife ihn nicht an, du tötest mich eh. Und hier ist noch ein Yellowreed. Das ist eben sehr, sehr selten geworden. Das finde ich irgendwie schade. Da hat man eigentlich Angst, den Reaktor zu betreiben, weil der braucht ja dann doch einiges an Yellowreed, um wirklich gut zu laufen. Ja, ich würde sagen, warte mal, ich muss hier auch ein bisschen auf die gerade Strecke kommen. Dann kann ich... Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge, für diese zweite. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das hier ist ja ein entspanntes Projekt. Wenn es euch gefällt, dann bleibt hier. Wenn halt nicht, dann nicht. Und wenn es euch gefallen hat, dann, ja, dann teilt das Video gerne und bitte dann abonniert diesen Kanal, weil hier werden ja jetzt noch ein paar mehr Folgen kommen. Und das, was mir am meisten hilft, ist tatsächlich, dass ich... Ein paar Leute zusammenkriege, denen das auch gefällt und die gerne hier bei mir bleiben und mit mir gerne Zeit verbringen. Und ja, also deshalb gerne teilen und abonnieren, damit ihr bei neuen Videos benachrichtigt werdet, wenn da welche rauskommen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao.